anderen Mal, ob wir eine praktikable, schnelle, einfache, billige, simple Lösung finden, die unsere Landwirte jeden Tag anwenden können. Ich sag mal, ich bin froh um jedes Kitz, was ich nicht in der Nähe bekomme. Aber wie gesagt, vermeiden, Sie sehen es ja selbst, bei der Arbeitsbreite lässt sich das halt nicht ganz. Man braucht nicht mehr durch die Wiese zu gehen, man braucht keinen Hund mehr durchzulassen, man braucht kein Flatterband mehr aufzustecken. Man macht das Ding, die Sirene drauf, und da kann man mähen. Wir gucken mal, ob wir eine praktikable, schnelle, einfache, billige, simple Lösung finden, die unsere Landwirte jeden Tag anwenden können. Ich sag mal, ich bin froh um jedes Kitz, was ich nicht in der Nähe bekomme. Aber wie gesagt, vermeiden, Sie sehen es ja selbst, bei der Arbeitsbreite lässt sich das halt nicht ganz. Man braucht nicht mehr durch die Wiese zu gehen, man braucht keinen Hund mehr durchzulassen, man braucht kein Flatterband mehr aufzustecken. Man macht das Ding, die Sirene drauf, und da kann man mähen. Auch kein Gelege vom Brachvogel mehr. Alles, was wir da schützen wollen, von dem, das ist alles für die Füße. Also da wird überzogen. Ja. Ich laufe hier so. Ja, okay. Alle. So, Fuß. Oh, ist er brave. Und der. Hier such schon. Langsam. Oh, ist er recht. Oh, ist brav. Oh, ist brav. Langsam. Hier komm. Oh, ist brav. Oh. Beim Schlepper am Fenster raus oder so. Der Gedanke ist immer dabei, es ist ja niemand bestrebt, jetzt hier den Kitz tot zu mähen, also man muss immer Obacht geben, angestrengt aufpassen, gucken, das Gefühl ist immer da. Aber es lässt sich nicht hundertprozentig vermeiden, in dem Grasbestand da jetzt das Reh zu sehen oder wenn es der Jäger vorher nicht schon gefunden hat, hat es herausgetan, das ist immer das Problem. Ich sag mal, ich bin froh um jedes Kitz, was ich nicht in der Nähe bekomme. Aber wie gesagt, vermeiden, Sie sehen es ja selbst, bei der Arbeitsbreite lässt sich das halt nicht ganz. Ist Ihnen schon mal passiert, dass Sie einen Kitz angefahren haben bei Mähen? Ja, ist mir schon passiert, ja.
Und es geht dann natürlich immer sehr nahe. Es tut einem leid, es geht dann. Aber es lässt sich leider nicht zu 100% vermeiden. Wir telefonieren täglich mit der Jägerschaft. Wenn wir wetterbedingt mähen können, dann wird die Jägerschaft angerufen, dann gehen die Jäger sofort durchs Feld, stecken von diesen kleinen Windrädchen hin, damit das Wild schon verschreckt wird. Und dann vor dem Mahttermin, direkt vor der Maht, ist der Jäger da mit Hund. Und die gehen dann die Felder nochmal ab. Und dann haben wir zusätzlich noch eine Schallkanone auf dem Mähgerät drauf, was dann auch das Wild noch verschrecken soll. Wir haben die Schallkanone jetzt das zweite Jahr im Einsatz. Und wir konnten eigentlich nur positive Erfahrungen mit dem Ding sammeln. Also meine Erfahrungen sind, dass das alte Reh, wenn die Schallkanone angeschaltet wird, dann aufspringt. Und man dann schon sieht, da ist was los in der Wiese. Und man kann mehr aufpassen und kann auch mal den Jäger sagen, da war was, da ist was, geh mal hin mit dem Hund und guck mal. Wir sind drauf gestoßen und haben gesagt, wir gucken mal, ob wir eine praktikable, schnelle, einfache, billige, simple Lösung finden, die unsere Landwirte ohne große Staffage und Hilfe jeden Tag anwenden können. Wir haben trotzdem Windrädchen drin gehabt und Papiersäcke. Ist trotzdem der Jäger mit dem Hund noch mal durchgegangen und die Schallkanone obendrauf. Das ist so das dreifache Sicherheitspaket, das, was wir vor Ort leisten können. Und bisher hat der 10-Hektar-Schlag hinter uns heute noch kein Kitzleben gefordert, obwohl wir wissen, dass jedes Jahr hier mindestens 5 Stück drin liegen. Es ist viel Aufwand. Man muss einfach die Zeit hier sich nehmen, die Absprache mit dem Landwirt treffen. Man braucht halt eben auch einen Hund, der halt eben dann entsprechend ausgebildet ist, was mir in dem Bereich sehr, sehr wichtig ist. Da kann man nicht hier irgendeinen Hund nehmen, sondern einen gut ausgebildeten Jagdhund, der die Fähigkeit hat, hier halt eben auch das Wild anzuzeigen. Und der Führer muss auch den Hund dann lesen, wenn er entsprechendes gefunden hat. Nur dann kann man dann halt eben auch bei dieser Suche, die ich ja mit dem Hund gemacht hatte, dann auch Erfolg haben, gell? Und kann dann also das ein oder andere Stück dann vom sicheren Metro dann retten. Die frisch Gesetzten hier, die werden dann halt eben das Programm nicht mitmachen, sondern die bleiben liegen und die muss man dann mit dem Hund noch suchen. Es gibt also dann auch hier die Mittel der Technik. Das mit der Schallkanone ist jetzt ein Beginn. Ich bin davon überzeugt, es ist noch nicht hier, der Weisheit letzter Schluss. Auch da werden ja nur die älteren Stücke dann erreicht und die reagieren dann mit Flucht. Und dann könnte man sich die Stelle dann merken, wo dieses Elterntier dann aufgestanden ist. Vermutlich liegt da in der Nähe halt eben auch das abgelegte Kitz. Ja, bei der Jagd hier halt eben den Begriff Lohnen, das ist vielleicht nicht angemessen. Die Jagd insgesamt ist halt eben ja auch eine sehr aufwendige und sehr eine komplexe Sache. Also da muss schon die Bereitschaft bei denen vorhanden sein, die die Jagd ausüben, das alles zu investieren mit hoher Kompetenz und mit der Bereitschaft halt auch die Zeit aufzuwenden. Und wenn ich denn halt jetzt bei den Kitzen, die wir heute hier also aus diesem Mähbereich dann gerettet haben, dann sehe, dann freut mich das. Da sind sicherlich hier dann, da war der eine oder andere künftige Ricke dabei, gell, die wieder ihre Kitze setzt. Ne? Und dann halt eben könnte ich mir für so ein Reh halt wirklich hier halt eben einen anderen Tod vorstellen, der vielleicht humaner wäre als das hier halt eben. Also meistens werden ja dann halt eben die Gliedmaßen abgemäht, gell, und das Stück müsste dann noch getötet werden, was ja auch nicht immer gleich passieren kann. Also das ist eine qualvolle, unschöne Angelegenheit. Und wer mal so einem Kitz dann mal so in die Augen geguckt hat, hier, der weiß, von was ich reden will. Plastiktüte.
die Plastiktüte binden wir da drüber, dass das aussieht wie ein Mensch. Und da bindet man noch ein Stückchen rot-weißer Faden dran. Es hängt nicht mit dem Rot-Weiß zusammen, sondern das sieht dann aus, als würde sich da irgendwas bewegen. Durch die Plastiktüte machen wir das menschliche, die menschliche Gestalt versuchen wir nachzubilden. Das Wild reagiert auf die Bewegung durch Wind und durch etwas, was sich verändert hat im Lebensraum. Und somit wird das Jungwild rausgeführt aus dieser Fläche und somit kann der Landwirt zu 99% sagen, es ist sauber.